Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26605. Ich danke euch wieder vielmals für seinen schönen. Wie ihr hier seht, sind wir gerade hier im 1.11er Menü. Das ist jetzt die neue Version, bla bla. Halte ich bis jetzt noch nicht viel davon, weil nichts drauf läuft. Der Dings läuft nicht drauf, der Multiplayer, die TSM-App läuft nicht drauf. Alles ist scheiße. Ihr seht hier den neuen Ladebalken. So, aber unsere ganzen Mods, die sollten noch funktionieren, also habe ich gestern getestet. Wir sind in Frankfurt, da wir die letzte Fracht nicht fertig fahren konnten, da ich ETS unbedingt updaten musste, bevor ich spielen konnte durch Steam, ist natürlich die Fracht abgebrochen und die TSM-App ist natürlich jetzt auch nicht drin. Das heißt, wir fahren jetzt hier mit unserem Volvo. Feststellbremse ist gezogen. Wir können immer noch Schwerlast fahren. Ich suche uns mal ein Auftragsangebot. Na, von Frankfurt aus. Boah, ich hab ja Bock auf. Von Luxemburg nach Dresden sind so ein 48-Tonnen-Panzer. Aber den gibt's für uns nicht. WKA-Flügel gibt's für uns. Na, du weißt, dass du immer noch Schnellaufträge machen kannst, wenn du in der Garage bist. Mit? Ganz normal Standard-LKW. Ach so, die vorgefertigten LKWs. Ja. Nee, da hab ich keinen Bock drauf. Wenn dann mit dem eigenen. So. Ja, der Racker Berlin ist dabei, den habe ich total vergessen. Sorry. Oh, macht nichts morgen. Hier, 45 Tonnen Caterpillar. 14.000 gibt es als Navi-Ziel einstellen. Schwerlast. Fahren wir heute mal, liebe Zuschauer. Licht an natürlich. Die rundum leuchten. Ich bin jetzt mal gespannt mit dem Tempomat, wie das so ist. Sitz konnte man jetzt auch hin verstellen, liebe Zuschauer, aber das zeige ich euch ein anderes Mal, weil ja, ich brauche das theoretisch nicht, weil die Kamera ist für mich so gut genug, wie sie ist. Zumindest im Volvo. Kannst du mal ausprobieren, ja? Wie es funktioniert, wenn du den Tempomat eingeschaltet hast und wieder bremst, und dann gibt es ja die Option Tempomat wieder aufnehmen. Ich bei mir gestern nicht hingekriegt. Gute Frage, musst du Tastaturbelegung gucken. Unterm Tempomat, wo du C steht, hast du noch die drei anderen Optionen, okay, die du einstellen kannst. Tempomat verringern, Tempomat erhöhen, das ist optimal. Wenn du halt weißt, du fährst bei 70, kannst du auf Tempomat runter auf 70 gehen. Ja. Aber das Tempomat wieder aufnehmen, das habe ich nicht. Das hat er nicht gemacht. Tempomat wieder aufnehmen heißt, er nimmt wieder den alten Tempomat auf, oder? So denke ich mir das, wenn du irgendwo vorher was eingestellt hast. Dass du halt beim Abbremsen einfach nur Tempomat wieder aufnehmen und der halt bis auf die Geschwindigkeit beschleunigt. Jetzt mal angenommen hier, warte mal. Okay, er gibt Gas. Tempomat erhöhen und verringern macht er, glaube ich, in 5er Schritten. Tempomat erhöhen. Warte mal, hier Optionen. Gameplay? Ne, Tastenbelegung, ne? Tastenbelegung. Tastenbelegung. So. Blinker, Lichtmodi, Fernlicht, Fanfare, Scheinwischer, Tempomat. Hier, Tempomatgeschwindigkeit erhöhen. Machen wir mal. Plus. Genau, also Plus, Minus. Tempomat verringern, Minus. Tempomat, Wiederaufnahme. Ja. Hm? Würde ich. Was habe ich denn da für eine Taste? Steuerung. Da schalte ich hoch, runter. Hoch, runter. Tab nicht. Stern neben dem Minuszahlenfeld zum Beispiel. In der Ecke. Nee, ich habe da Minus mal. Wir können ja auch hier. Ja, doch, wir nehmen mal Stern. So. Fahren. Weil du das rausgekriegt hast, kannst du mir Bescheid sagen. Ja, sag ich auf jeden Fall, weil ich habe jetzt mal die Tastenbelegung Tempomat wieder aufnehmen. Info. Tempomat kann man ja theoretisch mit C setzen. Oder? Ja, mit C. Ja. So, Eingabe. Ich nehme jetzt mal schnell die Fracht an und dann sag ich dir Bescheid. So. Wo
Wo ist denn jetzt die Fracht? Da hinten. Wir fahren jetzt übrigens einen Caterpillar, Raupenbagger, Gedöns. Boah, ist das ein heavy Ding, Alter. Das ist, hat Überlänge und Breite, Alter. Digga. Was? Tee. So, wir fahren jetzt mal auf die Landstraße, da wäre ja theoretisch jetzt. Also das mit Erhöhen und Verringern hast du auch auf die Reihe bekommen, oder was? Das macht auch nur Probleme von 5er bis 10er Schritten, je nachdem wie doll die Taste drückst. Das hat er gemacht, er beschleunigt dann auch von alleine und bremst ab. Das ist nicht das Problem. So, ich hab da mal abgebremst auf 0 und dann wollte ich so auf 20, 30, weil eine Kurve und so war, würde das auch Tempomat wieder aufnehmen. Schaltet er auch wieder? Hat da nichts gemacht. Ich stört bei Automatik und so. Ja, aber bei manuellen nicht, ne? Nee, denkt man nicht. Er wusste so, irgendwann. Wir dürfen hier 60 fahren. Jetzt habe ich den Tempomat eingestellt auf. Warte mal, Tempomat 60. 60, dann mache ich jetzt mal Plus. Ah, ne, das wird. Ah, okay, das wird auch hier eingestellt. Okay, das kriege ich auf die Reihe. Jetzt mal angenommen, du fährst ein Stück lang ohne Tempomat, deine 60 km/h. Ah, weißt du, was Tempomat-Wiederaufnahme ist? Ja. Zum Beispiel, du stellst jetzt dein also als allererstes, wenn du dein Tempomat zum ersten Mal einstellst, ne? Sagen wir mal, du fährst jetzt 60 und dann machst du dein, drückst du jetzt auf einmal manuell, also selber aufs Gas, ohne, also so, dass der Tempomat wieder quasi rausgeht. Und dann drückst du wieder auf Tempomat wieder Aufnahme und dann stellt er sich wieder auf 60 ein, so wie du es am Anfang eingestellt hast. Bloß, okay. Was ich nicht so gut finde, ist, wenn du halt, sag ich jetzt mal, dein Tempomat auf 60 eingestellt hast und dann auf 70 erhöht hast, mit zwei, also Tempomat mit Tempomat erhöhen gemacht hast, dann macht er das nicht. Jetzt mal angenommen, ich habe jetzt mein Tempomat. Okay, das macht er also nur, wenn du Tempomat auf 60 eingestellt hast, du musst das irgendeinen Grund bremsen. Ja, ja. Manuell dann bremsen oder so. Ich drücke jetzt auch mal auf 70 und lass den mal 70 fahren. Eine Zeit lang. Einkommen von Lucy 4.935 Euro. Dankeschön. 151.000 im Plus läuft bei mir. So. Deine Spritkosten, die Fahrer immer so einbringen. Was? Immerhin deine Spritkosten, Mautgebühren, so ein Scheiß, was die Fahrer erstmal einbringen. Jetzt habe ich mal den Tempomat. Jetzt muss ich mal manuell bremsen. Jetzt Tempomat. Ah, doch, er macht's. Auch wenn du 5er Schritte erhöhst. Okay, also es ist quasi, wenn du dein Tempomat auf 60 eingestellt hast und du um 5er Schritte erhöht hast, dein Tempomat erhöht hast oder verringert hast und dann irgendwie aus irgendeinem Grund bremsen musst oder beschleunigen musst und dann wieder den Tempomat Wiederaufnahme machst, dann funktioniert es. Also dann hast du wieder denselben Tempomat wie vorher. Gut, das ist ab dem Moment, da macht es ja noch mehr Spaß. Oh ja. Das ist geil. Ich wusste auch nicht, dass man auf der Landstraße eine 60 fahren darf mit seinem LKW. Natürlich, 60 bis 70. Ja, 60 ist ja auch. Ich habe hier nämlich übrigens ein Ketterbild, der ist brutal breit, liebe Zuschauer. Also, da muss ich ein bisschen aufpassen. Mach, dass du fährst! Oh, ich freue mich wieder auf die TSM-App, die fehlt einfach. Immer noch jetzt nur diese eine Strecke, liebe Zuschauer, und dann wird erst wieder aufgenommen, wenn die TSM-App verfügbar ist für 1.11. Also, wie gesagt, im Voraus produziert habe ich genug, also sollte euch das nicht interessieren. Schade, dass auch nicht in 1er Schritten. Kannst dein Tempomat bis 100, kannst was unlogisch ist, du kannst dein Tempomat bis 300 stellen oder so. Normalerweise ja, macht aber kein LKW mit. Ja klar.
Jetzt mache ich mal mein Tempomat runter, weil er hat jetzt auf. Okay, bremst er auch? Ne, er bremst nicht bei mir. Ah, doch jetzt. Okay, mein Tempomat auf 0. Also theoretisch, quasi, könntest du sogar mit dem Tempomat beschleunigen und Gas geben. Du musst einfach nur die Schritte erhöhen und wieder verringern. Also kannst Tempomat Nein, auf. nee, das wäre ja langweilig. Also so quasi, dass er alles für dich allein macht mit Bremsen, Gas und du nur noch lenken musst. Ja, es ist halt eine Spielerei quasi. Was halt gut ist, dass unten jetzt die Geschwindigkeit angezeigt wird, aber ein einfacher Tempomat, der abbremst und wieder Gas gibt, hätte gereicht. Und ja, Sitzhöhen verstellbar ist halt nur eine Kameraeinstellung. Das kannst du auch mit dem Ey, Mod machen. Kameraeinstellung habe ich ein bisschen geändert. Ja, die ist bei mir eigentlich so gut wie es ist, finde ich. Finde ich, ist Weil ich jeder. habe ein kleines Stück höher gemacht, damit ich weiter nach vorne gucken kann und alles Scheiße. Das ist schon in Ordnung. Kopf so ein bisschen gedreht, dass ich wenigstens den großen Spiegel komplett drin habe und nicht da so halb abgeschnitten. Haben sie noch drei Städte hinzugefügt, habe ich mitbekommen. Und haben noch ein paar Bugs gemacht, ne? Also Bugs fixet. Ja, was ich gemerkt habe, du hast ein besseres Licht als vorher. Ja? Stücke weiter und ein Stücke heller, ja. Auch die Ja. von der KI war ein bisschen besser. Ja, das Fernlicht fällt mir auch gerade auf, ist besser, finde ich. Nee, normal, ich sehe auch die Autos ein bisschen früher da jetzt. Schon Naja, in das kann ich Ordnung. jetzt nicht sagen, aber gut, es wird mir bestimmt noch auffallen, wenn ich auf das zock. Aber das Fernlicht ist jetzt Die drei gut. Städte sind, die sind waren zwar vorher schon da, aber da waren keine Fugen drin. Ach, die waren vorher schon da. Ja, die Städte gab's schon, aber da waren halt keine Firma drin und so ein Scheiß. Bist halt nur durchgefahren, war gut. Ach so, okay. Halt nichts machen. Jetzt haben sie Firmen dazu gemacht, oder was? Ja, so viel Bims. Dies weiß, ja. Alter, ist das viel lang. Ich hoffe, ich komme damit um die Kurve, ey. Also, Autobahnauffahrt hoch. Könnte eng werden. Die Auffahrt hoch, wenn du 800 PS mit drin hast, sollte nicht das Ja, die Problem Auffahrt, aber ich meine die Breite. werden. Mit der Kraft komme ich auf jeden Fall hoch. Ich habe einen 1000 PS Motor in meinem Volvo mit Schwerlastgetriebe. Und das Problem ist, ob ich. Was er jetzt bei mir nicht so gut, also was ich jetzt nicht so gut finde. Der beschleunigt, also wenn du bergunter fährst, gibt er bei mir auch immer noch Gas. Da war ich eben bei 76, obwohl ich mein Tempomat auf Ja, da 70. bei mir. Aber mir nicht gemacht. Wie kann man das einstellen? Weiß ich nicht, ich habe nichts weiter gemacht, außer halt Tempomat eingestellt. Weil bei mir beschleunigt der jetzt auf 80 und er bremst nicht. Er beschleunigt immer weiter, also er rollt immer weiter. 85. Ich habe mein Das war Tempo. bei mir nicht groß genug. Nee, der hat auch bei bergauf hat er automatisch Gas gegeben, Ja, das also ist ja der beim war Tempomat konstant da. eigentlich egal. Beim Tempomat gibt er bei mir auch automatisch Gas, aber bei Bergrunter hat er bei mir jetzt nicht gebremst. Bei Okay. mir, wenn es bergauf ging, hat er halt automatisch, ist er halt langsamer geworden. Also er war es nicht stehen geblieben bei 81 zum Beispiel. Nee, bei mir nicht. Bei mir hat er immer Gas gegeben, vorher schon. Aber Bergrunter rollt er bei mir irgendwie noch. Aber. Gut, jetzt mal angenommen, ich mache mein Tempomat runter auf 75, dann bremst er bei mir auch ab. Mache ich so hoch, gibt er Gas.
Kurz was einstellen. Optionen. Lenkempfindlichkeit. So. So, da vorne sind wir auch gleich schon an der Firma. Fuck. Da? Ja. Ja. Weißt du, was mir jetzt auch aufgefallen ist? Ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Motor öfters abwirkt beim Schalten. Abwirken? Okay, Schaltung kann ich nicht mitreden, muss man sein. Ach, jetzt hängt er da an der Schranke? Dein Ernst? Kann dein Scheibenklavier jetzt auch sein? Gesundheit. Danke. Ja, bremst da draußen wie ein Irrer, du Idiot! So. Fahren. Wie findet ihr eigentlich den neuen Trailer-Skin, liebe Zuschauer? Bitte? Bitte? Ich hab meine Zuschauer gefragt, wie sie in den neuen Schwerlastskin auf dem Volvo finden. Wenn ihr
einen Mod-Ordner haben möchtet oder einen Download-Link zu den Mods, dann schreibt es in die Kommentare rein, dann füge ich alle meine Mods in eine Cloud ein und könnt ihr euch da drunter ziehen oder ich füge halt die Links ein, wo die Leute die erstellt haben. Wie gesagt, ihr müsst nur in die Kommentare schreiben, kann ich für euch die ganzen Mods, die ich besitze oder verwende, hochladen in die Cloud. Und die könnt ihr euch dann, wann ihr wollt, runterziehen, falls ihr selbst ETS fahrt. So, jetzt gehen wir noch reparieren. Und dann war's das mit der Tour. Nächstes Mal werden wir dann wieder in Frankfurt sein, also wundert euch nicht. Wartung, Reparatur. Ich wollte noch was gucken, hier aufrüsten. Gibt es irgendwas noch zum Aufrüsten? Doch, wir könnten noch eine Fanfare an unseren Hubengedöns bauen. Eine Fanfare. Wo ist er? Screamer, ist es das? Ich denke mal schon. Oder die unteren Sondereisen hinter. Die hast du das? Ich habe den Screamer, habe ich auf meinem Scania. Weil von der Größe her sieht halt besser aus. Dann habe ich bei meinem Volvo. Okay. Bestellen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part. Ciao.